Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, zur Verfassungswidrigkeit hat Professor Däubler ein Gutachten im Auftrag unserer Fraktion erstellt. Mein Kollege Klaus Ernst hat das ja bereits eben schon erwähnt. So wie er warnen eine große Zahl von Arbeitsrechtlern und anderen Juristen ausdrücklich vor diesem Gesetz. Aber diese Bundesregierung ist echt beratungsresistent in dem Zusammenhang. Dass sie politisch nicht auf uns hören, das kann ich ja verstehen, geschenkt. Aber dass sie dann im Grunde eine ganze Menge von anderen Juristen und Arbeitsrechtlern ignorieren, das kann ich im Grunde nicht verstehen. Das ist kollektive Ignoranz, die da an der Stelle betrieben wird. Zukünftig wird Gewerkschaftsarbeit insbesondere der kleineren Gewerkschaften erschwert. Deswegen laufen diese Gewerkschaften gerade Sturm, teilweise vor ihren Parteizentralen, wie ich mitbekommen habe. An der Basis der Industriegewerkschaften wurde dieses Gesetz nie wirklich diskutiert, weder in Tarifkommissionen, noch in Bezirken, noch auf einer Betriebsversammlung vor Ort in den Betrieben mit den Beschäftigten. Die Leute, die ich in den Betrieben treffe, die wollen sich und anderen das Streikrecht nicht nehmen und auch nicht nehmen lassen. Was ich wirklich nicht verstehen kann, Frau Nahles, Sie sind doch angetreten, um die Tarifautonomie zu stärken und um den Betriebsfrieden wiederherzustellen. Mit diesem Gesetz erreichen Sie genau das Gegenteil, und zwar zum Nachteil der Beschäftigten. Die Tarifautonomie muss ohne einen Eingriff in das Streikrecht gestärkt werden. Das geht beispielsweise durch die Ausweitung betrieblicher Mitbestimmung. In dem Gesetzentwurf steht davon nichts drin. Neben einem Mitbestimmungsrecht der Betriebsräte bei Leiharbeit und Werkverträgen ist ein erweitertes Mitbestimmungsrecht bei wirtschaftlichen Angelegenheiten, zum Beispiel gegen Outsourcing und der Schaffung von Tarifbereichen, die dann neu durch Arbeitgeber geschaffen werden, wäre das absolut notwendig. Das wäre mal ein Lösungsansatz, der nach vorne gerichtet ist und die Beschäftigten beteiligt, statt sie auszuschließen. Eine weitere Möglichkeit setzt direkt an den Arbeitgebern an. Sie sollten sich an ihren Verbänden organisieren, aber dann muss es endlich auch so weit gehen, dass gesetzlich dafür gesorgt wird, dass geltende Tarifverträge auch angewandt werden. Ich meine eine echte Erleichterung der Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen. Da ist auch jetzt ganz viel Luft nach oben, was da noch gemacht werden müsste. Und Schluss mit OT-Betrieben. Ziel von Tarifverträgen ist es seit jeher, Konkurrenz auf der Basis von Löhnen auszuschließen. Dazu brauchen wir ein Streikrecht. Das gerät immer mehr aus dem Blick. Im Grunde ist es die Aufgabe des Gesetzgebers, die politischen Rahmenbedingungen zu stärken und damit die Beschäftigten selbst gemeinsam mit ihren Gewerkschaften die Tarifeinheit durchzusetzen. Frau Nahles, das sind zwei wirksame Vorschläge zur Stärkung der Tarifautonomie. Und meine Liste ist im Grunde noch lang. Was auf dieser Liste nicht steht, an keiner Stelle, ist ein Gesetz zur Herstellung der Tarifeinheit. Ihr Gesetz schwächt langfristig alle Gewerkschaften. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Und gerade deswegen sind Arbeitgeber so hinterher, dass sie zu so einem Gesetzesentwurf auch kommen werden. Die SPD kann ich da nur warnen, lassen Sie die Finger weg, Hände weg vom Streikrecht. Kommen Sie endlich zur Vernunft und stoppen Sie dieses Gesetz, damit es gar nicht erst so weit kommt, dass wir darüber abstimmen müssen. Vielen Dank. Als nächster Redner hat Ralf Kappertsch von der SPD-Fraktion das Wort.